Wir leben in einer zunehmend globalisierten Welt und das wirft die Frage nach deren Geschichte auf. Und diese Vorgeschichte der Globalisierung ist eben die Geschichte des europäischen Kolonialismus seit 600 Jahren, seit dem ersten Übersetzen der Portugiesen nach Nordafrika. Magellan, die erste Weltumrundung am beginnenden 16. Jahrhundert, schafft dann einen globalen Kommunikationsraum und das ist im Grunde die unmittelbare Geschichte der heutigen Welt. Wir erleben allerdings eine Richtungsumkehr, nachdem 600 Jahre lang Europa im Grunde dominierend waren. Machen wir die Erfahrung jetzt, dass sich die Zentren der Weltwirtschaft, der kulturellen Produktion, der Wissensproduktion zunehmend aus Europa wegverlagern. Das alles kann man nur adäquat verstehen und sich auch entsprechend positionieren, wenn man eben diese Geschichte kennt, wenn man diese Kolonialgeschichte kennt.